Hi und willkommen bei Spiel mal wieder Brettspielfeld. Wieder eine Top 5 Liste mit einem neuen Regalfach, das wir uns vornehmen. Und ich sag dir spontan, welche dieser Spiele ich am meisten mag. Heute denke ich dran, die Top 5 quasi bei Platz 5 zu beginnen, um nicht gleich den Sieger dieses Regalfachs hervorzuheben. Ich habe ja schon erzählt beim letzten Mal, dass ich so ein bisschen versucht habe, das Regal, als ich das Spieleregal hier neu aufgebaut habe, so ein bisschen thematisch zu ordnen. Heute sind wir bei Zwei-Personen-Spielen. Also, ja, also thematisch ist in diesem Fall falsch, aber ich sag mal strukturiert aufgebaut, das Fach. Was sehen wir? Wir sehen, ja, so hier sind so die kleinen und mittelgroßen Zwei-Spieler-Spiele. Fach drüber sind nochmal ein paar etwas größere. Aber bleiben wir bei diesem hier. Mein Platz Nummer 1 sehe ich auf den ersten Blick. Mein Platz Nummer 2 auch, 3 auch. Muss ich schauen, was ist mein Platz Nummer 5? Wahrscheinlich, auch wenn ich es leider echt selten spiele, ist es Codenames Duet. Ich finde die Umsetzung von dem klassischen, ne, war ja auch Spiel des Jahres, Codenames, kennst du sicherlich, als Zweispielerspiel, hätte ich erst nie gedacht, dass das funktioniert. Aber es ist wunderbar, ne? Also diese grüne Schachtel, die Version davon haben ja alle eine andere Farbe, funktioniert wunderbar, wie man das zu zweit, also mega, macht richtig Laune, natürlich weiterhin kooperativ. Und es funktioniert gut, da ist sogar so eine Art, ja, ich sag mal Kampagne, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also es ist, ich sag mal, eigentlich ein steigender Schwierigkeitsgrad, wo du auf verschiedene Weise, ich sag mal, ganz simpel gesagt, Punkte erringst, aber es ist schon ganz, ganz nett gemacht, auch so, dass dann höherer Wiederspielwert ist. So, mein Platz Nummer 4, ich denke mal, ein paar der Spiele, ihr kennt es vielleicht auch gar nicht, Bogenland zum Beispiel, ein sehr altes, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Mein Platz Nummer 4 wäre Stapel und Stopf. Relativ neu, das ist, also ich, ohne fies zu sein, hätte ich jetzt mal gesagt, das ist Patchwork mit einem Thema, was neu draufgesetzt ist. Stapel und Stopf, Umzug passt ganz gut zu unserer aktuellen Situation hier auf der Baustelle im neuen Haus. Es ist echt nett gemacht, sowohl sehr grafisch hübsch umgesetzt, als auch, finde ich, sogar noch einen Tacken einfacher als Patchwork. Und du füllst einfach deinen Umzugswagen und versuchst da Tetris-mäßig deine ganzen Teppiche, Stühle, Möbel, Surfbretter, keine Ahnung, alles da reinzukriegen. Natürlich alles verschiedene Formen, Größen und geben dir auch Münzen, die du natürlich am Ende brauchst, um zu gewinnen. Und dein Umzugswagen schreitet voran oder fährt auf einer Strecke zum neuen Haus. Und da möchte man auch vorankommen, weil dann kann man so Einmal-Eins-Felder, die dann Kartons, mit denen kann man sehr gut Lücken stopfen, kriegen. Also echt, echt nett gemacht, mag ich gerne. Platz Nummer 4. Ich zoome wieder raus, mein Platz Nummer 3, Jaipur. Klein und unauffällig. Ich zoome auch daran. Gameworks. Ich habe es schon x-mal vorgestellt, von daher will ich auch gar nicht so viel im Detail sagen. Einfach ein Kartenspiel, ein Handelsspiel, Ressourcen sammeln, optimieren, eintauschen. Super leicht, schnell gespielt, meistens mehrere Runden. Es hat eh zwei Gewinnrunden, um das Spiel zu gewinnen. Und ja, kann man mit Kindern spielen, kann man mit einem Partner spielen, kann man mit der Großmutter, Großvater spielen. Nicht sehr komplex, einfaches Grundgerüst, niedlich umgesetzt. Richtig schönes Spiel, Jaipur. Platz Nummer 2 brauche ich gar nicht weit weggehen. Mr. Jack Pocket funktioniert deutlich anders als die meisten der klassischen Zweispielerspiele. Das ist ja, ist Deduktion. Also ich weiß nicht, ob du das große Mr. Jack kennst. Ich finde, Mr. Jack Pocket setzt das großartig um. Ja, ich gehe mal ein bisschen ins Bild rein, mache ich ja sonst nicht so häufig. Aber so, hier sieht man Mr. Jack Pocket dann so ein bisschen mehr. Ne, also ab 14 hier empfohlen, aber ist wirklich nur eine Viertelstunde. Und was ich richtig cool finde, ist, es ist halt sehr modular und asymmetrisch. Die beiden Seiten, also ne, Sherlock Holmes und sein Team und Mr. Jack spielen sich komplett anders. Und man versuchte halt, ich sag mal, 9 quadratische Plättchen zu drehen, zu wenden, so dass, das ist quasi, ich sag mal, Stadtkarte von London, ganz simpel, die Wege so reinzeigen, dass die Kommissare, die außen rumlaufen, in diese Wege reingucken können, manche Verdächtige sehen und ausschließen können und man so weiß, aber wer könnte Mr. Jack sein, und wenn man am Ende halt noch einen Verdächtigen über hat, dann das Ermittlerteam gewonnen, weil es weiß, ah, dann war er das also. Die Rundenanzahl dabei natürlich beschränkt, dass wenn sie es nach bestimmten Zeit nicht geschafft haben, die Ermittler, dass dann der Mr. Jack gewonnen hat. Richtig tolles Spiel vom Hurricane Verlag. Ja, die Platz Nummer 1, der Platz Nummer 1. Ganz klar, Seven Wonders Duel, eins meiner Lieblingsspiele insgesamt von allem. Die Zwei-Spieler-Umsetzung vom großen Seven Wonders Kennerspiel des Jahres 2011, glaube ich.
Ich liebe es einfach, die Dual-Variante, die große Variante. Da oben die beiden Erweiterungen für Dual, die sind jetzt nicht must-have, würde ich sagen. Die sind beide schön und nett und machen Spaß und geben ein bisschen Varianz rein. Aber meistens spielen wir tatsächlich nur das Grundspiel. Seven Wonders Duel spiele ich auch schon mit den Kindern, 6 und 8 Jahre alt mittlerweile. Auch spiele ich auch schon seit 1, 2 Jahren. Immer mal wieder, aber auch. Also es ist für mich eigentlich das Zwei-Spieler-Spiel. Wenn es, ich sag mal, maximal bei einer halben Stunde bleiben soll, dann wird Seven Wonders Duel sehr, sehr gerne rausgeholt. Ist auch wunderschön und vor allem, ich habe mich geärgert, ich habe es teilweise für 17, 18 Euro gesehen. Damals habe ich wahrscheinlich noch so 25 bezahlt, also das ist das Geld zehnfach wert. Seven Wonders Duel. So, dann zoome ich nochmal raus, dann sehen wir uns nochmal dieses Regalfach an. Auf jeden Fall alles ganz gute Spiele, da unten Geschicklichkeit, Fast Track, ich weiß nicht, ob du das kennst. Spirits of the Wild, tatsächlich von Mattel, ein richtig tolles Zwei-Spieler-Spiel. Pagoda könnte bald rausfliegen, ist jetzt, hat sich so ein bisschen abgespielt, finde ich. Da oben dieser, was wie ein Koffer aussieht, Fugitive, gibt es jetzt eine deutsche Variante, sieht aus wie so ein Block, wie so ein großer Würfel als Box, so wie früher die Amigo-Würfelspiele waren. Ist so, ja, auch Deduktion, Zwei-Spieler-Ding, Räuber und Gendarmen so mäßig, so ein bisschen. Und ja, das ist also dieses Fach. Mal sehen, ob ich die Serie so 1-1 weitermache oder erstmal andere Top-5-Listen dazwischen haue. Ansonsten Fächer werden hier noch so einige. Oben, unten, links, rechts. Aber spoiler mal nicht zu viel. Denn ich würde mich natürlich freuen, wenn du dann in 2, 3 Wochen wieder reinschaust. Wenn es das nächste Video gibt, vielleicht auch erstmal eine Rezension. Lass dich überraschen. Würde mich freuen, wenn du einen Daumen hoch gibst und dabei bleibst. Bis bald. Ciao.